Eine Idee ist ja wie ein Samenkorn eigentlich. Es ist ja erstmal ganz klein. Und irgendetwas findet einen. Eine Information, man hört was, man sieht was, man liest was, man bekommt was erzählt und es löst dann halt was aus. Das ist ungefähr so wie Flirten in der Kneipe. Also man geht jeden zweiten Abend weg und dann trifft man 1000 Leute und die sind doch alle irgendwie mehr oder weniger nett oder vielleicht auch attraktiv und was weiß ich nicht alles, aber trotzdem, es funkt nicht. Und dann geht man irgendwann eines schönen Abends ohne bösen Hintergedanken irgendwo hin und plötzlich steht da jemand und es macht Peng. Ich kann auch nicht erklären, wie das zustande kommt. Ich weiß nur, in dem Moment, wo das dann da ist, dann triggert das plötzlich die Fantasie und irgendwas in mir sagt, darin steckt das Potenzial für ein Buch. Und das probiere ich dann aus. Es ist ein bisschen immer unterschiedlich von der Komplexität des Stoffes. Also bei jetzt Breaking News ist ein klassischer Recherchestoff, da geht das erstmal mit der Idee los. Also man geht hin und vertieft das Basiswissen, indem man einfach sagt, okay, jetzt lese ich mal Bücher über die Region. Damit ich überhaupt immer so ein bisschen was weiß über den Nahen Osten. Dann lese ich mal Geschichtsbücher. Dann überlege ich, was habe ich an Protagonisten. Also erstmal war klar, ich brauche diesen Tom Hagen. Also muss ich mir einen Kriegsreporter suchen. Jetzt geht es also schon vom Lesen, geht es dann schon mal in die persönliche Kontaktaufnahme. Das ist die zweite Phase mit Experten. Und die Geschichte gibt Ihnen eigentlich vor, mit wem Sie reden müssen. Vielleicht brauchen Sie einen Ballistiker, vielleicht brauchen Sie einen Bombenexperten, einen Bundeswehroffizier. Also es gaben so Leute zusammen und dann kam die zweite Phase eben alles persönliche Gespräch. Ich hatte allerdings mal auf einen gestoßen, der ein Buch geschrieben hat, Beruf Kriegsreporter. Und das ist sehr nachdenklich und das ist ein sehr junger Mann, der aber schon wahnsinnig viel erlebt hat. Da ist Julian Reichelt, der ist Chefreporter der Bild-Zeitung und ist einer der jüngsten und profiliertesten Krisenreporter Deutschlands. Und den habe ich angerufen. Und dann hatte der Zeit und Lust und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann haben wir uns sehr, sehr lange unterhalten, mehrfach getroffen und ich habe den Löcher in den Bauch gefragt, der hat bereitwillig geantwortet. Und so habe ich so ein bisschen was verstanden davon, also was ein Krisenreporter antreibt, warum er das macht und was ihm so begegnet. Und dann lernt man so ein bisschen Praxis. Und wenn diese Phase abgeschlossen ist, dann hat man im Allgemeinen ein kompaktes Wissen, mit dem sie schon sehr viel machen können. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wenn man es irgendwie kann, zu den Schauplätzen zu reisen. Also dass man eben wirklich sagt, okay, jetzt im Falle von Israel, ich war vorher noch nie da, jetzt fliegst du halt mal hin und guckst dir das an. Wenn ich schreibe, beeinflusst mich der Markt kein Müh. Das interessiert mich überhaupt nicht. Denn man sollte niemals darüber nachdenken, wer das jetzt liest oder was man tun muss, damit man einer bestimmten Zielgruppe gefällt. Erstens ist dieses ganze Zielgruppenmarketing sowieso eine sehr dubiose Sache. Ich habe das ja 20 Jahre gemacht und immer wenn Sie glauben, Sie haben die Zielgruppe gerade genau definiert, dreht die Ihnen eine lange Nase und funktioniert nicht so, wie Sie das gerne hätten. Und zweitens ist es so, dass es sehr homogene Zielgruppen gibt. Es gibt aber auch sehr inhomogene Zielgruppen und bei meinen Büchern zum Beispiel, ich sehe ja, welche Leute zu meinen Lesungen kommen, das ist von 8 bis 80, das sind unterschiedlichste Menschen. Aber grundsätzlich denke ich, man sollte nicht darüber nachdenken, wem das jetzt gefällt, denn man ist ja kein Lieferant, sondern man soll authentisch sein, man soll das schreiben, was man selbst gerne lesen möchte und man soll es auch so schreiben, wie man es selber gerne lesen möchte. Also nach Limit war der Plan, mal tatsächlich eine CD zu machen. Das hat sich einfach deswegen zerschlagen, weil dann die Idee für Breaking News kam und weil so viele andere Projekte dazwischen kamen, dass ich es nicht geschafft habe. Ich wollte zu der Zeit ein Tonstudio bereits bauen, das hat sich auch verzögert, die ganzen Bauarbeiten, das schob sich nach hinten. Jetzt ist es alles da und jetzt ist der Plan, tatsächlich mal ein Jahr lang nur Musik zu machen und Songs zu schreiben und aufzunehmen und ja, Gitarre zu spielen, zu singen mit anderen Musikern zusammen. Irgendwas auf die Beine zu stellen. Aber ich habe viel Musik gemacht in der Zeit und wir machen jetzt momentan ja die Breaking News Tour. Die werden wir auch im Herbst machen und da gibt es eine Dreiviertelstunde Soundtrack, die ich jetzt produziert habe in den letzten 2 Monaten und geschrieben habe. Also Musik ist immer da, aber eher inszenatorische Musik. Die Songs, das ist dann jetzt neu und das soll jetzt dieses Jahr entstehen. Es ist durchaus so, dass ich die Stadt hin und wieder auch mal verlasse. Ich bringe auch schon mal einen Tag in Hamburg zu oder in Berlin. Also bin jetzt hier nicht angekettet. Aber woanders leben, es gibt ein paar Städte, in denen ich anders mal, ich würde durchaus mal ein paar Monate in London leben wollen. Also, und, ich mag Hamburg. Ja, aber zum Leben als Basis ist das meine Stadt. Hier sind alle meine Freunde und die allermeisten meiner Freunde. Hier ist meine Familie. Warum soll ich hier weggehen? Das sind wahrscheinlich gar nicht so spektakuläre Tage, an denen man abends richtig glücklich ist. Das sind einfach Tage, in denen man eine Art innere Ausgeglichenheit hatte, ein bisschen in sich geruht hat,
sich wohlig gefühlt hat. Warum auch immer, vielleicht ist man einfach vom Block gegangen oder die Sonne hat geschienen, ich bin joggen gewesen, zusammengesessen mit jemandem, Kaffee getrunken, nettes Gespräch gehabt. Das sind nicht die großen Erfolgserlebnisse, das ist natürlich toll, so einen Riesenerfolg zu haben, irgendwie eine Premiere, mit der man auftritt vor ein paar tausend Menschen, Applaus, ist alles großartig. Aber das sind Highlights, das vergeht auch wieder. Aber so unspektakuläre Wohlfühltage, das ist eigentlich das Schönste im Leben.